Friends. Ich war gerade duschen, wie ihr sehen könnt. Und morgens, also wirklich jeden Morgen mache ich das, wenn ich dran denke. Das ist eigentlich jeden Morgen Skincare. Und zwar mit diesem Roller, den lege ich immer ins Eisfach und dann massiere ich das quasi so in meine Haut ein. Und ich finde, seitdem ich das mache, hat die irgendwie einen viel schöneren Glow. Aber das kann ich mir natürlich auch einfach einbilden. Ich weiß es jetzt nicht so genau, ob das wirklich was hilft. Ansonsten wollte ich heute auch so ein kleines What I Eat in a Day machen, euch ein bisschen was zeigen. Ich muss heute ein paar Sachen in Adobe Illustrator machen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Programm funktioniert, aber ich wurde damit beauftragt. Und deswegen muss ich dann später zu meiner Mutter an den iMac, weil der steht ja bei meiner Mom. Und da kann ich euch dann vielleicht so ein paar Einblicke geben. Kaffee mit Zimt ist bei mir jetzt tatsächlich wieder ein Muss. Ich habe das die ganze Zeit, seitdem wir umgezogen sind, nicht mehr getrunken. Also ich habe es irgendwie komplett vergessen. Und jetzt heute Morgen habe ich es wieder drauf gemacht und gemerkt, wie geil das eigentlich schmeckt. Also falls ihr nicht ausprobiert habt, macht auf egal welchen Kaffee Zimt drauf. Das schmeckt so lecker. Auch in Schokolade, das schmeckt zu krass. Auf jeden Fall habe ich in der Zwischenzeit jetzt, während meine Creme eingewirkt hat, ich lasse die meistens so 10-15 Minuten einwirken, damit mein Make-up dann nicht glänzt und meine Haut schön gepflegt ist, haben wir die Wohnung aufgeräumt und Spülmaschine und sowas, Wäsche abgehangen, Bett gemacht. Und jetzt mache ich mein Make-up und ich wollte euch einmal die Produkte zeigen. Ich benutze tatsächlich echt gar nicht mehr viel, weil meine Haut so gut geworden ist. Ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen. Die hat irgendwie überhaupt keine Unreinheiten mehr, also ganz, ganz wenige nur noch. Deswegen fange ich jetzt nicht mit Foundation, sondern mit einem Concealer an. Dann gebe ich auf alle Unreinheiten oder, ja, Pigmentflecken kann ich es jetzt noch nicht nennen, aber so Flecken halt. Mein Lieblingspuder, das ist das Manhattan Soft Matte. Das ist so ein, wie nennt man das, loses Puder. Oh, Philipp. Jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zum Bronzen und Highlighten. Also es geht wirklich, wirklich gut. Ich verwende da, das ist wirklich das einzige High-End-Produkt tatsächlich noch, was ich benutze. Und das ist der Huda Bronzer. Der kostet halt leider 33 Euro, aber bei mir hält der 3-4 Jahre. Also ich finde, das ist eine ganz gute Investition, aber das müsst ihr selber entscheiden. Highlighter. Benutze hier dieses Beauty Lash Style and Protect Gel, das ich zugeschickt bekommen habe. Das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Das habe ich hier am Samstag zuerst mal benutzt. Das verwende ich, bevor ich meine Augenbrauen schon mal style. Und die Naked 3 von Urban Decay. Dann so einen fluffigen Pinsel und dann einfach mit der Farbe Nuna oder so, wie die heißt. Jetzt kommen meine Augenbrauen. Auch da mache ich nicht mehr viel. Sondern einfach so ein Augenbrauenstift von Essence. Jetzt noch die Wimperntusche, die ist auch von Essence. Das ist diese Get Big Lashes, meine Favorite Mascara. Also die ist wirklich, die ist top, top. Zum Fixieren gehe ich dann nochmal über meine Augenbrauen, das habe ich gerade vergessen. Und bringe die nochmal in die richtige Form. Ich muss die auch wieder zupfen bzw. schneiden. Und ich gebe immer, als kleinen Tipp, 2-Schicht-Mascara. Aber passt bitte echt auf. Manche Wimpern brechen davon ab, wenn ihr das zweimal macht mit der Wimpernzange. Also wirklich vorsichtig. Gehe ich dann nochmal drüber und gebe nochmal eine zweite Lage Mascara drauf. Und das hier ist schon mein fertiger Look. Ihr könnt jetzt noch, wenn ihr Bock habt, ein NYX Liquid Lipstick dazu tragen. Ich kann euch den mal holen. Das war die Frage letztes Mal. Oh Gott. Das war letztes Mal die Frage. Das ist Lip Lee 03. Der sieht so aus. Also ich finde den richtig schön. Der hat ja zu meinem Dirndl ganz gut gepasst. So sieht der aus. Also richtig, richtig natürlich und schön. Das ist jetzt der fertige Look. Ihr müsst dafür nicht viel Geld investieren. Das meiste ist sowieso alles in der Drogerie zu finden und zu kaufen. Genau. Ich werde auf jeden Fall jetzt Frühstück machen. Ich frage gleich Philipp, ob er auch was will. Ich glaube, ich mache Protein-Pancakes und dann muss ich kurz zum DM, aber dieses Mal nichts für mich kaufen. Ich muss mich echt zusammenreißen, sondern wir haben keine Zahnpasta mehr und auch keine Zahnseide. Das muss ich kaufen, weil sonst haben wir heute Abend nichts mehr zum Zähneputzen und neues Klopapier. Und dann fahre ich direkt weiter zu meiner Mom. Das ist in Ordnung.
Was ist... Pancakes sind fertig. Ich musste einmal kurz die Kamera aufladen. Und Rezept ist in der Infobox. Ich habe hier noch meinen Kaffee. Philipp macht hier noch Blutorangensaft aus der Flasche. Und wir frühstücken jetzt erstmal. Wir haben es tatsächlich geschafft, nur die Sachen zu kaufen, die wir brauchen. Zweimal Zahnpasta. Pflaster sind leer gegangen und Zahnseide. Ich arbeite jetzt tatsächlich, glaube ich, schon seit 9 oder 10 Jahren mit Adobe. Also ich kenne mich schon mit einigen Punkten aus. Aber mit Illustrator habe ich noch nie gearbeitet. Und ich muss mich da mal reinfuchsen und das Bearbeitungsprogramm ist nicht ganz so einfach. Also jeder, der mit Adobe bearbeitet, schneidet, Fotos macht etc., der weiß, wie viel, ja, oder wie komplex das Ganze ist. Und das muss bis heute Abend fertig werden. Deswegen, ja, das war das Falsche. Deswegen gebe ich mir jetzt mal Mühe, dass das funktioniert. Ich bin wieder zu Hause, Spülmaschine ist fertig, hier steht auch schon was im Waschbecken. Das räume ich gleich noch aus, ich hoffe wirklich, dass es hält, hier steht schon wieder sowas von gefährlich. Ich weiß, dass mein Sport-BH dreckig ist, ich habe mich auch einmal hier umgezogen, es ist irgendwie doch wieder richtig warm geworden, also ich glaube 29 Grad haben wir, also es ist so schwül. Eigentlich sollte es regnen, aber irgendwie regnet es nicht. Mal gucken, ob es heute Abend regnet, nein, dafür morgen den ganzen Tag, weil Philipp und ich haben heute Abend Date Night. Wir haben jetzt 18 Uhr, ich habe mir gerade Wellen gemacht und jetzt werde ich mein Make-up nochmal neu machen. Oh, es steht schief, tut mir leid. Und zwar so ein bisschen auffälliger für den Abend halt passend. Oh, ich lasse euch jetzt einfach stehen, ich hoffe, euch stört das nicht. Philipp war den ganzen Tag an meinem Hochbild dran. Also ich hatte das irgendwie am Anfang mal gesagt, dass ich das gerne hätte, aber Philipp wollte das nicht. Und irgendwie hat er heute Morgen von sich aus gesagt, er baut mir jetzt eins, keine Ahnung warum. Aber das fand ich auch irgendwie voll schön. Jetzt kann ich da dann meine ganzen Tomaten und Basilikum und so reinstellen. Und auf das andere, also wo jetzt quasi mein ganzes Kräuterzeug steht, kommen dann Philipps Grillsachen, weil der will sich dann noch mehr ausstatten mit Hülle. Und Grill ist halt voll seins, ne? Genau. Ansonsten, Make-up zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Dann nehme ich euch jetzt mich nicht mit. Ich muss gleich auch noch eine Bewerbung abschicken für einen Job. Und da bewerbe ich mich mit einer Freundin zusammen für, weil die suchen mehrere Stellen. Und wenn das klappen würde, das wäre mega cool. Das ist halt eher am Wochenende. Und wir beide haben schon gesagt, wir machen das nicht fürs Geld, sondern wirklich für die Erfahrungen. Das ist so cool. Ich sage euch das auch, wenn es nicht geklappt hat, aber erst dann, wenn die Bewerbungsfrist vorbei ist. Ich will mir da, tut mir leid, aber keine Chancen wegnehmen. Und genau, deswegen bin ich mal gespannt. Ich denke, das wird 1-2 Wochen dauern, dann weiß ich genaueres. Dann werde ich es euch erzählen. Aber jetzt mache ich erstmal mein Make-up. Wir haben jetzt schon 20 vor 7. Ich weiß nicht, ob wir das in 20 Minuten noch schaffen zu dem Restaurant. Aber wir versuchen es. Also das Top ist von Zara war das, oder Bershka. Das ist, oh, das habe ich für mein erstes World Club Dawn Festival gekauft. Ich glaube, das ist von 2018. Dann die Hose ist von Zara. Wieder zu Hause. Wir waren gerade noch was trinken und vorher was essen bei Papiano, eigentlich was anders geplant.
aber sind dann doch zu Vapiano gegangen und ich war da echt schon ewig nicht mehr. Und ich hatte so eine Pinsa und die war echt lecker. Philipp hatte Nudeln und ich fand es sehr scharf und ich habe es nicht gemerkt. Ich hasse es, scharf zu essen. Ich bin auch tatsächlich gar nichts gewohnt und es hat ordentlich gebrannt. Und was ich auch nach Ewigkeiten wieder getrunken habe, war dieser Pomegranate Eistee. Ich liebe den. Der ist so lecker. Vor allem mit Sprudelwasser. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Es war heute echt ein Highlight. Und dann waren wir noch in so einer Bar. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall hat sich da jetzt der Besitzer geändert. Und der neue ist irgendwie mega, mega lieb. Der hat uns auch empfangen. Also es war echt richtig, richtig gut. Wir gehen da öfter hin. Und da kann man auch echt super Sushi essen. Also für eine Bar zum Vorglühen würde ich sie jetzt nicht empfehlen. Aber wenn man mal wirklich einen schicken Abend verbringen will, kann ich sie euch schon ans Herz legen. Wobei ich sagen muss, dass sie die Preise schon drastisch erhöht haben. Also kostet es einen Cocktail ab 12 Euro aufwärts. Schon sehr viel, auch für Frankfurt. Ja, aber was ich eigentlich ansprechen wollte, mir ist es heute wieder vermehrt aufgefallen. Also es gibt Tage bei mir, da gehe ich halt schick weg. Und es gibt Tage, da habe ich halt nur Jeans an und einen Top oder so. Und heute hatte ich halt, ja, einen Top und einen Jeans an, habt ihr ja gesehen. Also es war jetzt auf jeden Fall nicht so schick. Und wie viele Frauen einfach gelästert haben, schon allein darüber, über mein Oberteil oder über meine Hose oder über mein Make-up oder über meine Haare. Und mir fällt es leider Gottes irgendwie immer mehr in Frankfurt auf. Also wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, ist das gar nicht so. Da achtet kein Mensch auf dich. Und in Hamburg zum Beispiel auch nicht. Vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor, ich weiß es nicht. Aber in Frankfurt, ey, ohne Witz, es ist so schlimm dort. Und auch wenn du in irgendeinem Club oder so bist, es wird so viel immer gelästert. Ich frage mich einfach, warum ist man so? Warum, ich, keine Ahnung, ich bin das einfach nicht. Also ich läster einfach nicht gerne. Ich habe das auch früher gar nicht gerne gemacht. Also, das heißt gar nicht gerne, ich habe es halt nicht gemacht. Und ja, ich supporte lieber oder sag halt einfach gar nichts. Ich kann mir ja meinen Teil denken. Ich habe auch schon mir gedacht so, oh mein Gott, was hat sie an? Aber das, wisst ihr, das ist so, man behält manche Sachen einfach für sich selbst. Genauso wie ich zum Beispiel hier auch nichts Dummes irgendwie oder Böses oder Unpassendes schreiben würde. Oder gar nicht erst meine Meinung hinschreiben würde, wenn es mir nicht gefallen würde. So kommentiere ich halt auch einfach nicht. Aber öffentlich was zu sagen ist halt nochmal anders, ne? Was ich euch noch erzählen wollte, ich war gestern mit einer Freundin frühstücken. Und sie hat jetzt, ja, sie hat jetzt nicht gerade erst angefangen mit TikTok, aber sie macht halt immer mal wieder so Videos, weil sie halt einfach Spaß macht. Aber das hat halt keine Intention eigentlich, glaube ich, hinter. Und sie hat mir halt erzählt, dass es so viele Leute gibt, die einfach so viel Mist erzählen. So gar nicht mal ins Gesicht, sondern hinterm Rücken. Und das war bei mir damals, als ich Social Media, also YouTube, angefangen habe. Es war auch extrem schlimm. Leute haben so viel erzählt und so viel Müll gelabert. Und so sehr in den Dreck gezogen und ich verstehe gar nicht, warum man das nicht einfach so akzeptieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber ich denke mir einfach immer so leben und leben lassen. So, ich hätte gar keinen Nerv und auch gar keine Zeit dafür, mir irgendwie 24/7 rauszusuchen, wer irgendwie was Neues hat und wer das gemacht hat und wer das machen lassen hat. So, das würde mich auch gar nicht interessieren. Genauso wenig wie mich. Also mich interessieren wirklich nicht sehr viele Menschen, also die öffentlich sind und denen ich folge. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber meistens die Leute, die lästern, haben irgendwas an sich selbst machen lassen. Ob es nur die Lippen sind oder ob es halt aufgespritzt ist, hier Botox rein. Es sind meistens diese Frauen, die lästern oder die doofe Sachen sagen. Also im Internet weiß ich es nicht, aber was mir so in Clubs und in Bars aufgefallen ist. Aber es kann... Ich kann mich natürlich auch täuschen, je nachdem. Ja, damit würde ich den Vlog tatsächlich auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal wieder so einen aktuellen Vlog zu sehen. Und ja, Philipp und ich gehen jetzt ins Bad. Oder ich gehe jetzt gleich ins Bad. Philipp, glaube ich, eher weniger. Ich schmink mich noch ab und dann gehe ich schlafen. Und ich hoffe, wir sehen uns am Montag zu einem neuen Video wieder. Ciao!